Willkommen zurück bei Mutant. So, wir sind hier in diesem neuen Gebiet, Himmelsspeer. Ich werde aber, glaube ich, jetzt erstmal eine Schnellreise machen. Und zwar gehen wir erstmal zurück in die Arche und werten uns mal ein bisschen auf. Ghouls too? Not so good. Where do ghouls come from? I'll tell you. As the Red Plague burned through the human race, civilization fell apart. Between two tribes of ancients, a war started. That war grew into a world war. All the weapons they swore they'd never use, they used with wild abandon. When the war was over, the world lay poisoned. Soldiers who had nothing left wandered the zone to live in the irradiated wastelands. Those soldiers beget little soldiers, who grew up and beget other little soldiers, who after a few centuries became the ghouls you see today. You want me to call the ghouls humans? I refuse. Ghouls are not humans. The rot has stripped the souls from their bodies, leaving only rage. Rage that jumps from one generation to the next, getting stronger and stronger. The ghoul appetite for Ark blood will never be sated. Remember that the next time you face them. Ja, machen wir. Ja, der Mensch war wieder mal schuld. Farewell. Natürlich. Remember your elder's guidance. So, dann wollen wir doch mal gucken, was haben wir denn jetzt? Pips Bar. Was konnte man denn da nochmal machen? Pull up a stool, Starkers. Wir haben nur ein Artefakt. Da können wir uns Schlägertyp holen. Verlängert Blutung Runden um 2 Runden. Ja, das nutzen wir ja eigentlich gar nicht, ne? Blutung. Nee, dann sparen wir. Delta Bastelgrube? War das Delta? Welcome to the Fix Pit. My name's Delta. Gut. Wollen wir die aufpimpen? Zielfernrohr wäre auf jeden Fall ganz nice. Vielleicht sogar das hier. Da kann er nämlich schön von weit hinten. Ich glaube, das machen wir mal. Und Schaden haben wir denn irgend... robotische Gegner zu deaktivieren. Zusätzlich kritischer Schaden. Komm, dann nehmen wir den noch mit rein, weil das ja auch so eine Future-Waffe ist. Das würde ganz gut passen. Und dann werten wir die gleich nochmal auf. Ja. Nummer 60. Warum nicht? Dann ist er voll aufgewertet. Schickes Ding, oder? Dann haben wir noch 38 Waffenteile. Wie sieht's denn mit der aus? Die, ach, die ist schon so weit aufgewertet. Ha, Pharaoh, dein Ding hier. 60. Zielfernrohr. Komm, dann geben wir ihr den noch mit ran. Einfach, weil wir es können. Und Berman hat die Donnerbüchse, die ist auch voll. Könnte man denn
Von den Handguns vielleicht noch hier. Brauch auch 60. Das haben wir nicht mehr. Da pfeift meine Lunge. See ya! See ya! So, dann soweit gut. Die Zone wollen wir noch nicht. Der hält es auch nicht. Dann gehen wir nochmal in den Laden. Wir brauchen auf jeden Fall Welcome. Die Medien. Na? If you want zone gear, I've got it. Was hast denn du hier noch so? Granaten? Nee, ich würde sagen, wir holen uns auf jeden Fall mal ein paar Medikits. Ja, die Frage ist, wie viele? Na so. Ach komm, dann holen wir uns noch eins. Dann haben wir 7, ein Artefakt noch, ein paar Waffenteile. Safe travels. So, dann in die Zone brauchen wir gar nicht. Dann machen wir gleich eine Schnellreise. Und gehen wieder zum Himmelsspeer. Ach, guck mal, da steht sogar, auf einem grünen Hügel steht ein altes, aber sehr gut erhaltenes Gebäude, das an einen Speer mit einer metallenen Spitze erinnert. Zonenstalker berichten von seltsamen Leuten mit Anzügen und Kapuzen und von einem seltsamen weißen Rauch, der aus dem Boden aufsteigt. Die meisten Leute meiden den Hügel allerdings. Aha. Dann wollen wir uns den Himmelsspeer doch mal angucken. So, Leute mit Kapuzen, ja? Wo haben wir denn hier Leute mit Kapuzen? Über eine Straße. Das hier? Listen to me. Why did all the Nova Set leave here? Where did they go? What is more important than here? Who cares? Leave questions to the big brains. We are safe. We should party a little. But we're not safe. I hear rumors of stalkers from the Ark. They come for us. They cannot be stopped. Shut up! No stalkers are coming. We are safe. Wollen wir gleich mal gucken, wie safe ihr seid? Ich wusste gar nicht, wo die reden. Komm, dann holen wir uns. Up ahead. Können wir einen Sauerlauf machen? Oh, wo ist er denn? Ach, Mensch, Berman. Ja, das ist jetzt ja irgendwie ein bisschen doof. Warum ist er denn da hinten geblieben? War noch außer Reichweite. Nee, warte mal, aber wir können wir das nochmal abbrechen? Ja, hier, Schwein gehabt. Kampf verlassen. So, auf ein neues. Wo? Da ist er. Okay, hat er nochmal geklappt. So, ein bisschen näher ran. Dann holen wir uns erstmal wieder alle, die wir können, im Schleichmodus. Ich bin ja mal gespannt, wie seine neue Waffe jetzt wirkt. Zweimal aufgewertet, ne? So, erstmal nachladen. Und gib ihm. Also haben wir hier auch nur Sektenjäger, ja? Sleep it off. Get your asses over here. Schon wieder Level up. Wo ist der andere hin? Da läuft er. Dann holen wir uns den auch.
Ah ne, der ist außer Gefecht, okay. Ich dachte schon, da steht jetzt so ein Dicker. Und tschüss. Okay, vom Level her sind wir aber auch ganz gut drin, ne? Die sind Level 35 hier. Wir leveln hier auch ordentlich gerade noch. That had to hurt. Der ist da. Berman, bitte. Hey, over here. Okay, mal gucken, ob wir hier noch mehr haben. Also, so können die gerne sich weiter bewegen. Ist hier der Himmelsspeer? Ist das der merkwürdige weiße Rauch, der hier rauskommt? Dann ist hier irgendwas drunter. Würde ich fast sagen. Guck mal, da kommt er. Haben wir da wahrscheinlich irgendeinen unterirdischen Bau. Sonst macht das keinen Sinn mit der Lüftung. Sehr spannend. Unter einer Kirche? Ein Bau? Was könnte das sein? So eine Kathedrale. Nicht Kathedrale, aber so Katakomben oder sowas. Boah, der ist dann aber bestimmt voller Ghule, ne? Mal schauen, das kommt bestimmt noch raus. 99. 99. Follow me. Okay. Da steht auch noch einer. Warte mal. Stehst du auch gerade ganz gut? Die stehen hier schön alleine gerade. Entweder habe ich gerade einfach nur Glück, dass die hier so verteilt sind. Aber den hat er hinter das Grab gehauen. Das ist jetzt weniger gut. Kommt ihr noch ran? Ja, okay, das geht noch. Yes! Dux könnte Probleme bekommen. Nee, alles gut. Oh, does that hurt? Okay, dahinter sind auch noch irgendwo zwei. Man sieht sie da schon rot. Gib ihm den Rest. Schon wieder der Weg. Ach, dann, nee, die sind da drinnen. Kann ich reingehen? Was? Before people burn the dead, they put the dead on the ground. Left their bodies to rot. Weird. Das ist hier ein Friedhof? Ja. Okay. Auch wieder dieses dampfende Ding. Da ist schon wieder so ein Teil. Aber das hatte ja ganz gut geklappt, ne? Dass wir den so ausgeschaltet hatten. Ich würde sagen, dann machen wir das Ganze nochmal. Oh, da steht noch einer. This way. Nee, kommt mal erstmal her. Dann doch erstmal lieber den anderen da ausschalten, weil der bleibt hier starr stehen. Starr stehen. Ah, so ein Dicker. Den kriegt man nicht so leicht. Da stehen noch mehrere. Hm. Jetzt wird's knifflig. Okay, wie machen wir denn das jetzt? In dem Haus sind auch zwei. Man könnte von der anderen Seite nochmal versuchen, ob man da ein paar wegbekommt. Verstecken will ich mich eigentlich nicht. Oh, oh, ja, da stehen noch ein paar. Oben drauf, daneben. Nicht gerade weniger. Ja, ich glaube, der wird nichts mehr mit Sneaky. Bewegt sich, die anderen beiden
scheinen aber stehen zu bleiben. Mal gucken, ob hier außerhalb noch irgendwo jemand rumlungert. Nee, hier scheint aber auch keiner mehr zu sein. Und da hinten läuft noch wer? Wo läuft der hin? Läuft da hin. Jetzt kommt er zu uns. Warte. Kommt er hier rein? Holt man ihn sich da, aber dann das Risiko, ne? Ja, dann geht er wieder zurück. Nee. Dies ist mir ein bisschen zu risikohaft. Tja. Wie machen wir das dann jetzt mit denen? If the prisoner is from the Ark, we should kill him. Not bring him here. The prisoner has big brains, even bigger than the Nova Sect. They need his brain to figure out the weapon. Make it go boom! Where is this big brain? They took him below. They will make him hurt. Okay, da wird da drinnen sein, der Hammond. Guck mal, hier liegt die Glocke. Tja, jetzt ist nur die Frage, wie gehen wir jetzt vor gegen die? Das sind echt nicht wenige, ne? Hier nochmal gucken, ob wir irgendwas finden, um das ein bisschen zu stärken. Was? Nee, verstecken. Schade, so einen Roboter kann man nicht irgendwie hacken, ne? Und dann auf unsere Seite bringen. Das wäre natürlich auch ganz geil. Aber dann sollten wir uns vielleicht doch erstmal hinten um diesen fetten Roboter kümmern. Was ist das? Mimir Z200. Noch einer. Aha. Bleiben die da stehen? Was sind denn das jetzt für welche? Vollgewuchert das hier auch alles ist. Da ist noch so ein Mimir. Okay. Puh. Da sind noch drei von so einem Mimir-Dingern. Tja, ich weiß halt leider nicht, ob die jetzt irgendwie doll Schaden machen oder ob die total easy sind. Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen Schrott oder irgendwas haben. Von hier sind wir gekommen, okay. Tja, dann ist die Frage, wie geht man jetzt vor, ne? Erstmal diese Mimir-Dinger und gucken, ob man noch ein bisschen Erfahrungspunkte farmt, um vielleicht zu leveln. Hat aber auch keine große Aufmerksamkeit hier. Aber der hat extrem viele Punkte, ne? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir die jetzt mal angreifen. Wahrscheinlich machen wir es gleich. Ich würde sagen, das machen wir dann aber erst in der nächsten Runde. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und dann gucken wir mal, ob wir da nächste Runde irgendwie in die Kirche reinkommen. Beziehungsweise uns hier mit diesen Mimias auseinandersetzen. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns mit unseren Mutanten in der nächsten Runde wieder. Bis denn. Bye, bye.